130 Euro hat es hier gekostet. Unglaublich. Und die halten einen die ganze Zeit fest. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Was machen wir jetzt? Steak essen. Richtig geiles. Wagyu A5, das beste Steak der Welt. Und da schauen wir jetzt mal, wie das schmeckt. Bis Taxi gleich. Taxi ist da. Taxi ist da. Okay, let's go. Bis gleich. Auf dem Weg gibt es jetzt ein schönes Getränk. Pepsi, Raspberry, also Himbeer, Zero. So, wir haben wieder einen schönen Bus. Und hier riecht es irgendwie schon wieder nach Gras. Howdy Carb, we love Thailand. Tatsächlich haben wir vor ein paar Tagen Flüge gebucht. Wir fliegen jetzt in 3 Tagen nochmal nach Koh Samui in unsere alte Villa, in der wir letztes Jahr waren. Und da freue ich mich extrem drauf. Vor allem auf Steak Burger, den besten Burger der Welt. Servus. Wie geht's dir? Hat heute noch keiner gefragt. Mir geht's tatsächlich sehr, sehr gut. Gut, und dir? Und dir? Auch gut, danke. Ach so, ja, und dir? Auch gut, danke. Gut, wir sind jetzt beim Restaurant angekommen. Isara heißt es. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Restaurant. Hier gibt es sehr, sehr gutes Fleisch. Wir haben das letzte Mal hier einen Burger gegessen. Der war auch gut, aber geschmacklich nicht auf dem Level von Steak Burger. Ja, und wir schauen jetzt mal, wie das Steak schmeckt. Also wir waren hier schon, das Restaurant kennt ihr auch schon. Isara, das war auch in irgendeinem Video schon mit drin. Und hat es überhaupt offen? Als Vorspeise gibt es auf jeden Fall wieder das Beef Tartar. Das hatten wir letztes Mal schon, das ist richtig geil. So, und es wird wahrscheinlich sehr teuer. Es gibt dieses Japanese A4, A5 Wagyu Strip Loin und das schaut schon richtig, richtig krass aus. Wir haben die Tage James Bond geguckt und im Film wurde Martini getrunken und jetzt wollten wir das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe noch nie in meinem Leben den Martini getrunken. Ne? Und jetzt schaut euch das mal an. Das ist irgendwie mit Passion Fruit. Und jetzt probieren wir das mal. Prost. Prost. Boah, das schmeckt geil. Das schmeckt echt geil. Ey, ich mag das voll. Ich mag das auch voll. Alter, voll lecker. Voll lecker. Übel lecker. So, jetzt kommt das Beef Tartar. Das kostet 23 Euro, aber das ist jeden Cent, jeden Euro wert, weil es einfach so gut schmeckt. Schaut euch mal an, wie geil das schon allein ausschaut, ey. Mit diesem Wachtelei. Das hauen wir jetzt hier mal drüber. So lecker. Ich fass es nicht. Es gibt, glaube ich, auf der Welt nichts, was mich glücklicher macht als gutes Essen. Ohne Scheiß, es ist einfach ein Traum. So, und jetzt kommt das Steak. Leute, das ist unglaublich, wie geil das ausschaut. Schaut euch das mal bitte an, ey. Unglaublich. So, Leute, jetzt der unglaubliche Test. 130 Euro hat es hier gekostet. Mega nice. Krass. Es ist unglaublich, es zergeht einfach auf der Zunge, das ist so, so lecker. Ich fass es nicht. Ich will einfach nur noch dieses Fleisch essen in meinem Leben. Und perfekt medium rare. 7 Euro ein Biss ist schon eine kranke Vorstellung, ey. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, oder Leute? Wir gönnen uns nie was. Wir gönnen uns nie irgendwas. Man kann ein einziges Mal hier teuer essen. Jetzt stell dir mal vor, du kannst es jeden Tag essen. Unglaublich. Steak ist jetzt leider schon alle, aber es war richtig, richtig gut. Jetzt gibt es noch einen Salat. Ist auch nicht schlecht. Leute, das ist jetzt der 54. Martini. Und ich merke schon ein bisschen. Ich soll's da merken. Ich soll's da merken, sagt er. Weiß nicht, ob das noch so eine gute Idee ist, jetzt den zu trinken, ja? Wieso? Das ist so heiß, wir haben Durst. Prost. Prost. Ich bin der Simon und das ist mein dritter Drink. Also wir sind jetzt hier bei 23.385 Baht und das sind einfach 600 Euro. Aber man gönnt sich ja sonst nichts im Leben, oder? Wir gönnen uns sonst nie was. Leute, ihr kennt uns. Wir gönnen uns nie was. Wir haben jetzt die ganze Zeit so günstig gegessen, also kann man sich auch mal was gönnen. Eben. So, Leon, kleines Fazit, wie war das Essen? Essen war richtig, richtig gut. 600 Euro plus 50 Euro Trinkgeld. Das ist schon sehr teuer, ey. Ist sehr teuer, aber hat sich wirklich gelohnt. Ja, für deswegen, Essen. Ich kann wirklich nur weitergeben, wenn ihr euch wirklich mal was gönnen wollt und was richtig außergewöhnliches essen wollt, holt euch ein Wagyu A5 Steak. Es ist wirklich ein Es lohnt sich einfach. Ja. Wir fahren gerade hier in dem pinken Taxi. Oder rosa ist das eher, oder?
Ja, wahrscheinlich. Zu Hause wird man direkt mit einem wunderschönen Sonnenuntergang begrüßt. Das ist ja wundervoll. Wunderbar. Das ist wunderbar. Ja, neuer Tag und jetzt ist es auch schon mitten in der Nacht. Das war jetzt unser letzter Tag in Phuket und ich möchte mal ein kleines Fazit abgeben, wie die Zeit hier war. Also im Prinzip hat es mir hier schon echt gut gefallen, aber kein Vergleich zu Koh Samui. Wir wären jetzt eigentlich noch eine Woche hier, aber haben uns jetzt spontan dazu entschieden, dass wir morgen wieder nach Koh Samui noch für ein paar Tage fliegen. Und da freue ich mich schon mega drauf. Also ich verbinde sehr, sehr viel Positives mit Koh Samui und wir sind auch wieder in der gleichen Villa, nee, in derselben Villa sogar wie letztes Mal. Und da werde ich auf jeden Fall euch auch nochmal eine Roomtour geben, beziehungsweise eine Villa-Tour. Ja, ich habe einfach so viele schöne Erinnerungen an Koh Samui, deswegen freue ich mich da auch so drauf und da werde ich euch definitiv mitnehmen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Ich glaube, jetzt hier so an Phuket werde ich nichts speziell irgendwie vermissen. Also es war eine coole Zeit, aber irgendwie nicht so der Vibe wie auf Koh Samui. So Leute, wir sind jetzt auf der Bangla Road. Wir haben ein paar Bier getrunken, ne? Und jetzt schauen wir mal, was wird, oder? Schauen wir mal, ja. Es ist bodenlos hier. Wir gehen jetzt in den 13. besten Club der Welt. Illusion heißt der. Und die halten einen die ganze Zeit fest. Die halten einen die ganze Zeit fest. Ich hab den. Hilfe. Was soll das? Komm, Hilfe. Schau mal. Schaut euch das mal an! Wie ihr in den letzten Clips gesehen habt, was mich an Phuket mega aufregt, hier sind wirklich, wenn du feiern gehst auf dieser Bangla Road, nur Prostituierte. Also das ist für mich gar nichts, es macht mir gar keinen Spaß, da unterwegs zu sein. Viel zu viele Menschen, viel zu viele Leute, also es ist einfach zu wild und die Frauen sind so penetrant, die halten dich fest, die greifen dir zwischen die Beine. Die küssen dich einfach, die umarmen dich, die labern dich voll, das ist allerhand. Jetzt stellt euch mal vor, sowas würde in Deutschland passieren, ey, da wäre direkt die Anzeige raus. Also wenn ihr irgendwie vor der Frage steht, nach Phuket oder nach Koh Samui, würde ich euch auf jeden Fall raten, nach Koh Samui zu gehen. Dieses Video ist dieses Mal nicht so lang, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so ist. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen, dann verpasst ihr keine Videos mehr auf diesem Kanal. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal für jegliche Unterstützung hier auf diesem Kanal bedanken. Ich weiß, das ist echt extrem zu schätzen. Dieser Kanal ist für mich irgendwie was total Besonderes wieder geworden. Es macht mir mega viel Spaß, das Ganze hier zu dokumentieren, euch mitzunehmen. Und ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spaß, hier die Videos anzugucken. Alle neuen Kanalmitglieder werden auch im nächsten Video wieder erwähnt. Ja, also ich freue mich, wenn du Mitglied dieses Kanals wirst. Gibt auch ein paar Vorteile, vor allem, dass ihr die Videos auch früher sehen könnt oder ihr habt so ein schönes Abzeichen im Chat. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.